Das Spiel habe ich schon länger auf meinem Radar. Es scheint mal nicht eines dieser 0815-Plattformer zu sein, da ihr einen Feuerwehrmann steuert. Und wer wollte nicht schon einmal in die Rolle eines dieser heldenhaften Frauen und Männer schlüpfen? Aber klappt das auch im Spiel und noch besser gesagt auf diesem System? Was taugt Firefighter für den Gameboy heute noch? Das Spiel erschien 1992 exklusiv bei uns in Europa und wurde von Teeny Weeny Games entwickelt und von Mindscape veröffentlicht. Eine geplante Veröffentlichung in den USA wurde abgesagt. Das Spiel ist im Prinzip eine Art Action-Plattformer. Ihr werdet zur Hilfe bei einem Hausbrand gerufen und bekommt jeweils eine klare Aufgabenstellung, wie zum Beispiel: Rette 5 Leute aus dem Haus. Todesmutig betretet ihr also das Gebäude. Das tut ihr aus der Seitenperspektive. Mit der einen Taste könnt ihr dabei springen und mit der anderen benutzt ihr euren Wasserschlauch. Wenn ihr während des Spritzen den Steuerkreuz nach oben oder unten bewegt, könnt ihr einen Winkel einstellen und so die verschiedenen Gegner auslöschen. Natürlich habt ihr dabei nur einen begrenzten Wasservorrat, aber es gibt natürlich entsprechende Auffüllsymbole zum Einsammeln. Auf diese Weise bekämpft ihr also die verschiedenen Flammen, die es auch in verschiedenen Varianten gibt. Zum einen gibt es die feststehenden Brände, welche auch einfach zu löschen sind. Darüber hinaus gibt es aber auch noch die wandernden Flammen und die sind schon einmal etwas schwieriger zu löschen, da diese konstant über ein paar Sekunden mit Wasser eingenebelt werden müssen. Ist eine Flamme erloschen, kommt dann diese jedoch nach einiger Zeit wieder zurück. Leider könnt ihr euch bei der ganzen Geschichte jedoch nicht allzu viel Zeit lassen. Wird es zu heiß in dem Haus, fliegt alles in die Luft und das Level ist automatisch beendet. Wie stickig es gerade in dem Gebäude ist, seht ihr am Balken unten. Auf diese Weise kämpft ihr euch also nun durch die verschiedenen Stockwerke, die mit Treppen verbunden sind. Seltsamerweise lauern auch Gegner wie wildgewordene Spielzeugsoldaten auf euch. Anscheinend darf man das Setting hier nicht allzu ernst nehmen. Um euch vor diesen zur Wehr zu setzen, könnt ihr auch hier und da zusätzliche Waffen, wie zum Beispiel Feuerwehräxte, einsammeln. Diese könnt ihr dann werfen. Problem ist jedoch, dass ihr immer nur einen zusätzlichen Gegenstand mit euch führen könnt. Es ist ja klar, so eine Feuerwehrausrüstung an sich ist ja auch schon schwer. Solltet ihr also zum Beispiel ein Baby aufnehmen, um es in Sicherheit zu bringen, müsst ihr die Äxte wieder fallen lassen. Die Steuerung bleibt bei den ganzen Aktionen aber immer sehr responsiv und knackig. Die Level an sich sind zwar natürlich immer ähnlich aufgebaut, aber sind dann doch sehr abwechslungsreich und so müsst ihr später quasi in das Haus der Addams Family löschen oder Fabriken mit Laufbändern. Insgesamt warten 10 Level auf euch, die ihr nach erfolgreicher Beendigung auch immer wieder mit Passwörtern anwählen könnt. Die Grafik finde ich absolut liebevoll gestaltet. Die Level sind mit sehr viel Detailliebe gestaltet worden und die Animationen passen einfach. Die Musik hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker gehauen, aber dudelt angenehm passend vor sich hin. Leider gibt es auch nicht allzu viele Musikstücke. Was taugt Firefighter für den Gameboy also heute noch? Ich mag das Spiel, ich finde es sehr sympathisch und das sehr eher ruhigere taktische Vorgehen gefällt mir sehr. Leider jedoch fehlt es mir später etwas an Abwechslung, mehr Gegenstände wären sehr schön gewesen. Das heißt jetzt jedoch nicht, dass das Gebotene keinen Spaß macht. Ich empfehle das Spiel auf jeden Fall weiter. Das war der Test zu Firefighter für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.